Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag beim VfB Stuttgart. Begrüße ganz herzlich unseren Cheftrainer Ralf Hasenhüttl sowie unseren Stürmer Timo Werner, der sich aufgrund der Vielzahl der Anfragen bereit erklärt hat, heute hier auf der Pressekonferenz zu sein. Deswegen werden wir auch direkt und umgehend mit ihm starten. Timo, wie schätzt du nach einer Nacht drüber schlafen das gestrige Europa-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg ein und natürlich dann auch die Aufgabe am Sonntag beim VfB Stuttgart? Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gestern gemacht. Wir haben vieles das gemacht, was der Trainer uns ja, auf den Weg gegeben hat. Zwei Tore geschossen, beide wirklich auch gut rausgespielt, hinten kompakt gestanden. Natürlich das eine Tor in dem Wettbewerb mit der Problematik des Auswärtstors. Bisschen blöd, aber ich glaube, ja, so wie wir gespielt haben, so muss Zenit erstmal gegen uns gewinnen im Rückspiel. Und ja, da bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir weiterkommen. Und für Sonntag ja, wird ein schweres Spiel. Ich glaube, der VfB hat die letzten Spiele sehr, sehr gut bestritten, hat sehr viele Spiele auch gewonnen, sehr enge Spiele auch gewonnen. Stehen defensiv sehr gut und ja, es wird schwer für uns, aber ich glaube, auch da, wenn wir so spielen wie gestern und auch gegen Dortmund, haben wir da auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen zu gewinnen. Vielen Dank, dann wäre jetzt Zeit für eure Fragen an Timo Werner, Robert Dost. Ja, Timo Werner, man spricht immer gerne von platzenden Knoten. Wie wichtig war denn das Tor gestern, auch die gute Leistung für Sie persönlich? Ja, ich glaube, für einen Stürmer ist immer wichtig, wenn man trifft, in der Häufigkeit trifft. Und das war jetzt einfach auch die letzten Spiele, vor allem nach dem Neapel-Spiel, nicht mehr der Fall. Bisschen unglücklich gewesen, aber natürlich, es freut mich, dass ich jetzt gestern auch wieder getroffen habe. Nicht nur, dass ich getroffen habe, dass ich der Mannschaft endlich wieder mit Toren und auch mit Vorlagen helfen konnte. Ja, es ist nie schön, abends einzuschlafen und dann auch, ja, wie wir die letzten Spiele gehabt haben, verloren zu haben und dann auch kein Tor geschossen zu haben. Aber ja, für mich, auch jetzt für die nächsten Spiele, zählt jetzt nicht, dass ich jedes Spiel ein oder zwei Tore schieße, sondern dass wir endlich wieder gewinnen, dass wir ja, so gut wie möglich in der Bundesliga dastehen und vor allem auch unser Ziel, das wir auch selber uns intern gesteckt haben, die Champions League zu erreichen. Yvonne Gabriel. Du hast schon angesprochen, in der Bundesliga hat es ja zuletzt nicht geklappt, international aber sehr gut. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum es international besser läuft, zumindest mit Toren? Ja, international liegt mir anscheinend sehr gut. Ich glaube, gerade auch gegen sehr gute Mannschaften, die dann auch mitspielen, ist natürlich für mich auch nicht gerade schlecht, weil dann auch deutlich mehr Räume sind als ja, in der Bundesliga, wo dann viele Mannschaften gegen uns jetzt schon auch deutlich tiefer stehen. Aber ja, ich denke, ich habe es auch zu Genüge gezeigt, dass ich in der Bundesliga auch treffen kann. Ich glaube, auch wenn das jetzt noch eine Zeit lang andauern sollte, bis ich da wieder treffe, ich bin guter Dinge, dass ich auch da wieder meine Tore machen werde und ja, da auch wieder der Mannschaft helfen kann, Spiele zu gewinnen. Guido Schäfer. Ja, Timo, das wäre doch heute ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich verlängere nächste Woche meinen Vertrag um 5 Jahre, zusammen mit Ralf Hasenhüttl. Ist das sowas in deinem Kopf drin? Ich dachte erst am Anfang, ist vielleicht sogar eine Überraschung, dass ihr das jetzt sagt, dass ihr für immer bei uns bleibt, schön Leipzig. Kann ich heute nicht verkünden. Ich beschäftige mich mit dem Thema zurzeit gar nicht. Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viele wichtige Spiele jetzt in letzter Zeit gehabt und haben sie auch noch vor uns. Danach ist noch Nationalmannschaft, es geht langsam auf die WM zu. Das sind auch wichtige Spiele für mich und auch für die Mannschaft. Deswegen, ja, ich beschäftige mich damit gar nicht. Ich glaube, ich habe bis 2020 noch Vertrag, das sind noch 2 Jahre. Auch wenn man sagt, die Zeit geht schnell rum, ist es trotzdem noch eine lange Zeit. Ich freue mich, mit der Mannschaft spielen zu dürfen. Ich freue mich, hier zu sein und ich habe immer gesagt, dass Leipzig wirklich ja, genau der richtige Schritt war und trotzdem ist es jetzt für mich kein Anliegen, gerade über so Sachen nachzudenken, sondern einfach wieder, wie ich gerade schon gesagt habe, meine Tore zu schießen, mit der Mannschaft wieder zu gewinnen und einfach erfolgreich zu sein. Noch eine Frage, wie hart waren denn die Gespräche mit Ralf Hasenhüttl in den letzten Wochen? Ihr seid ja manchmal so ein bisschen aneinander geraten, zumindest hatte man den Eindruck, auch im Spiel so. Das kann ja auch mal sein, ist ja nicht schlimm.
Und Hasenhüttl ist natürlich ein harter Typ. Wie waren denn die Gespräche so? Ging das einigermaßen? Ja, ich habe am Wochenende der Pressekonferenz sehr gut aufgefasst. Da meinte der Trainer, wenn Einzelgespräche veröffentlicht werden, sind es keine Einzelgespräche mehr. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber ich glaube, ich kann so viel zu sagen, ich habe ein gutes, sehr gutes Verhältnis zum Trainer. Wir können viel lachen miteinander. Wir können uns auch mal aneinander reiben. Aber ich glaube, das gehört im Fußball dazu. Das ist komplett normal, weil im Spiel, gerade auch ich, gehen mir manchmal auch die Gäule durch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich neben dem Platz gut versteht und was auf dem Platz ist. Ich glaube, das ist in der Mannschaft so, das ist im Trainerteam so und das ist auch mit Trainer und Spielern so. Passiert was, aber das sollte man schnellst wie möglich aus der Welt räumen und dann ist alles gut. Martin Henkel. Timo, ich kann mich erinnern, als du hier vorgestellt wurdest, saßen wir hier hinten, haben uns ein bisschen unterhalten, also nicht wir zwei, sondern waren noch andere Leute dabei. Da hast du damals erzählt, dass es für dich schon herausfordernd ist, aus Stuttgart wegzugehen, ist das erste Mal weg von der Mutterstadt. Was hat sich in Bezug auf Heimweh geändert und wie wird es für dich sein, zurückzukommen? Ja, was heißt Heimweh? Ich glaube, wenn ich jetzt nicht in Leipzig bin, habe ich auch teilweise Heimweh, weil es ja auch meine Heimat geworden ist. Ich habe mich wirklich sehr gut hier eingefunden. Ich glaube, natürlich ist Stuttgart immer bleibt es immer in meinem Herzen. Ist meine Heimatstadt, da komme ich her. Da werde ich vielleicht auch irgendwann mal wieder hinziehen. Aber für die Zeit, wo ich jetzt hier in Leipzig war, hat es, glaube Leipzig und die Fans und die Stadt an sich einfach sehr, sehr gut geschafft, kein Heimweh aufkommen zu lassen. Weil, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich habe viele Orte gefunden, wo ich mich wirklich auch in Ruhe Spaß haben kann. Und die Leute hier im Verein sind sehr, 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 sehr angenehm. Man kann mit ihnen auch außerhalb vom Platz das machen. In letzter Zeit war ich auch sehr selten in Stuttgart. Ich glaube, das war jetzt nach langer Zeit jetzt auch wieder am Wochenende dann meine Rückkehr nach Stuttgart. Ich war auch schon 1-2 Monate nicht mehr dort. Von daher, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl hier in Leipzig und mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden als vor 2 Jahren noch. Das heißt, mit 22 mittlerweile sollte man jetzt nicht mehr so viel Heimweh nach der alten Dönerbude oder nach der alten Schule haben. Robert Dost. Timo, du sagst, dass du dich hier wohlfühlst. Wie entscheidend ist das für deine Leistung, dass du ein gesundes Umfeld um dich herum hast, dass du dich wohlfühlst? Wie wichtig ist das für dich auf dem Platz? Sehr wichtig. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Es geht vielen Spielern so, die einfach, wenn es ein ruhiges Umfeld ist, wo man in Ruhe arbeiten kann, aber wo man auch sich wohlfühlt, ist einfach leichter, Leistung zu bringen. Ich glaube auch, bei uns im Stadion ist es auch sehr angenehm. Ich glaube, da kennt man es aus vielen Stadien aus anders. Da wird nicht so schnell gebuht oder gemurrt, wenn mal hier was nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Deswegen ist es auch auf Platz sehr angenehm. Deswegen, es ist für mich sehr wichtig, auch gerade auch im Team und auch im Trainerstab das Vertrauen zu spüren. Das spüre ich hier vollkommen und deswegen konnte ich auch die Leistung, die ich in den letzten 1,5 Jahren gebracht habe, so bringen, wie ich sie gebracht habe. Pritsch Lehan. Mal kurz weg von der Wohlfühlatmosphäre. Gestern hat der Trainer ja auch gesagt, es fehlte am Anfang noch ein bisschen bei Ihnen die Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Wie fühlt sich das an? Wenn ihm das Tor nicht kommt, kann ich das kurz beschreiben? Und wie motiviert man sich dann selber im Spiel, dass es doch irgendwie dann doch klappen könnte? Ja, ich denke, diese Kaltschneidigkeit, ich glaube, natürlich gibt es auch bei Stürmern Phasen. Ich glaube, da ist kein Stürmer bisher verschont geblieben von, wo es mal eine Zeit lang nicht so gut läuft. Und natürlich ist es in den Phasen dann umso wichtiger, nicht zu verzweifeln oder nicht zu viel nachzudenken, sondern einfach weiterzuspielen. Und ich glaube, das habe ich auch gestern gut hinbekommen. Gerade auch ein bisschen so ein Auf und Ab am Anfang, ein bisschen unglücklich, dann mit der Vorlage, dann wieder diese riesen Chance vergeben und dann am Ende noch das Tor gemacht. Ich glaube, das hat gut gezeigt, wenn man nicht aufgibt, wenn man dranbleibt, auch im Spiel und auch noch ruhigen Kopf behält, dass man dann trotzdem sein Tor machen kann, dass man trotzdem noch ein gutes Spiel machen kann. Und ich glaube, das ist auch, der Trick dabei, einfach gelassen zu bleiben, sich nicht verrückt zu machen, auch wenn man vielleicht mal 1-2 Spiele nicht getroffen hat oder mehrere Spiele. Und ich glaube,
Das ist einfach bei vielen Stürmern so. Ich glaube, das beste Beispiel in der Bundesliga ist gerade Kramaric. Der hat eine lange Zeit nicht getroffen. Jetzt kann er, glaube ich, zur Eckfahne zielen und trifft trotzdem den Winkel. Das ist einfach ja, klasse, was der auch gerade macht. Und deswegen, das sieht man einfach, wie schnelllebig es im Fußball ist, gerade auch bei Stürmern. Man kann am einen Tag kann man, ja, sozusagen der Buhmann sein und am anderen Tag wieder der Held. Deswegen ja, ist es sehr unterschiedlich. Anne Grimm. Timo, du hast die WM im Sommer schon angesprochen. Jetzt am Sonntag gibt es quasi das direkte Duell mit Mario Gomez, der momentan relativ gut drauf ist. Wie sehr motiviert dich das nochmal zusätzlich für Sonntag und wie siehst du generell so diese Konkurrenzsituation zwischen euch und der Nationalmannschaft? Ja, was heißt es? Motiviert mich, gegen Mario zu spielen. Ich glaube, es motiviert mich allgemein, gegen den VfB spielen zu dürfen. Ich habe jahrelang dort gespielt. Ich bin dort groß geworden. Ich habe meine Jugend dort verbracht. Ich will natürlich zeigen, was aus mir geworden ist. Ich will zeigen, was ich gelernt habe in den Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in Stuttgart gespielt habe. Und ja, natürlich freut es mich auch, dann wieder gegen Mario spielen zu können. Ist natürlich besonders immer für mich. War früher mein Vorbild. Deswegen immer was Besonderes, gegen sein Vorbild spielen zu dürfen oder auch in der Nationalmannschaft mit ihm spielen zu dürfen. Und ja, was heißt Konkurrenz? Ich glaube, bei uns in der Nationalmannschaft vor allem, natürlich haben wir sehr, sehr viele Weltklasse-Spieler und sehr, sehr gute Spieler, aber ich glaube, alle untereinander verstehen sich sehr gut, wollen natürlich einen Platz haben, aber tun auch jetzt nicht irgendwie da irgendwie Neid aufkommen lassen oder wenn der andere spielt, beleidigt sein, sondern da kämpft jeder mit fairen Mitteln und genauso ist es bei Mario, mir, Sandro oder was weiß ich, wer da noch in Frage kommt im Sturm bei uns in der Nationalmannschaft. Deswegen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Mario, ich freue mich auch, ihn am Wochenende wiederzusehen und deswegen, ja, ist es jetzt kein Konkurrenzkampf, wenn er am Wochenende trifft, ist es nicht für mich zu sagen, scheiße, jetzt hat der ein Tor mehr für die WM oder ein Tor mehr, ein Punkt besser wieder, sondern das ist dann einfach kacke, weil er dann einfach gegen uns wieder getroffen hat und deswegen ist es für mich das Spiel VfB gegen RB Leipzig und nicht Timo Werner gegen Mario Gomez. Wir kommen langsam zum Ende, was Timo Werner angeht. Guido Schäfer, bitte. Danach noch zwei Fragen. Und nochmal eine ganz kurze Frage zu dieser Belastung, dreimal in der Woche zu spielen. Ich hatte die leider nie in meinem Leben. Wie ist das denn jetzt? Kannst du trotzdem übermorgen da 90 Minuten Gas geben oder muss ich da Ralf Hasenhüttl schonen in Stuttgart? Muss gehen. Das Spiel kann ich mir nicht entgehen lassen. Nein, aber ich glaube, natürlich ist es auch was Neues jetzt für uns, diese alle drei Tage spielen zu können. Wir haben es in der Vorrunde gemerkt, da ist uns am Ende schon die Puste ausgegangen, aber mittlerweile, ja, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere sozusagen und ich glaube, wir gewöhnen uns da relativ schnell dran. Haben wir in der Mannschaft auch. Wir haben jetzt auch, ja, ich glaube auch in der Breite des Kaders jetzt nicht keine Schwäche, dass wir sagen können, wenn ich mal draußen sitze oder wenn, ja, wie jetzt gestern als Beispiel der Sabi mal draußen sitzt, dass dann ein Qualitätsabfall ist, sondern wir haben durchweg wirklich super Spieler und die können wir auch gerade in der Belastung, die wir jetzt haben, auch alle einsetzen und ohne wirklich Angst zu haben, dass da irgendwas schief geht. Und das ist schön zu wissen und trotzdem sind wir ja noch alle sehr, sehr jung und können das auch sehr gut wegstecken. So, dann die letzten beiden Fragen. Yvonne Gabriel, bitte, und dann Herr Casares. VfB-Fans haben ja eine kritische Meinung gegenüber RB. Was denkst du denn, wie sie dich am Sonntag bei der Rückkehr empfangen? Und kannst du ein bisschen Einblick geben, wie viele Karten du besorgen musstest für das Spiel am Sonntag? Wer sitzt da alles auf der Tribüne? Viele. Viele Karten musste ich besorgen. Natürlich, das lassen sich Freunde und Familie nicht entgehen. Die erste Rückkehr nach Stuttgart, aber ja, das ist ja auch verständlich. Ich freue mich natürlich auch, dass so viele da sind, aber ja, das ist kein Problem gewesen. Da habe ich immer noch genug Freunde im Verein, um da dann genug Karten zu bekommen. Und das andere, ja, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Auswärtsspielen, also in der ganzen Saison, finde ich, bisher fast keine Anfeindungen mehr gehabt und auch wenn das jetzt das erste Spiel in Stuttgart sein sollte, habe ich da jetzt keine Bedenken. Und was mich angeht, ich habe sehr gute Erinnerungen ans letzte Spiel in Stuttgart. Wurde ich gefeiert von den Fans beim Länderspiel. Wenn das dann auch noch, natürlich
weiß ich auch, dass es nicht so wird am Sonntag, aber ich hoffe, dass es mit den zwei Toren so klappt am Sonntag. Abschließend dann Herr Caceres, bitte. Herr Werner, Sie haben eben ein bisschen erzählt, wie das ist, wenn Sie nicht treffen. Haben Sie in der Zeit, in der Sie jetzt, oder haben Sie in den Wochen, wenn Sie nicht treffen, verändern Sie da irgendetwas an Abläufen, an Gedanken, die Sie sich machen? Müsste man meinen, aber eigentlich nicht. Ich glaube, warum soll ich was verändern, wenn es davor sehr gut geklappt hat? Es ist, glaube ich, vollkommen normal, dass man einfach ein paar Spiele hat, in denen man nicht trifft, in denen man ja vielleicht auch ein bisschen unglücklich agiert. Aber da braucht man nicht sein ganzes Denken oder sein ganzes Tun verändern. Man strengt sich vielleicht noch mehr an im Training, um dann einfach auch zu zeigen, dass man willig ist und dass man auch zeigen will, dass man jetzt nicht den Kopf hängen lässt und ehrgeizig ist. Aber sonst habe ich jetzt nicht großartig was an meinem Denken verändert, sondern ich glaube immer noch an meine Fähigkeiten. Ich glaube oder ich weiß, was ich kann, und deswegen bin ich mir auch sicher, dass die Durststrecke auch gestern dann auch vorzeitig dann erstmal beendet wurde. Dann herzlichen Dank, Timo, und wir sehen uns vielleicht später noch, ansonsten. Vielleicht, ja. Am Sonntag. Tschüss. Das ist schön. Ja, Ralf, durchaus. Wie sieht es personell aus, insbesondere nach dem gestrigen Spiel, und wie schätzt du auch die Rückkehr von Timo am Sonntag nach Stuttgart ein? Ja, also die Rückkehr schätze ich so ein, wie er es auch jetzt hier gesagt hat. Er hat ja schon einmal gespielt da mit der Nationalmannschaft, und so viel ich mich zurückerinnern kann, war es, glaube ich, das erste Mal, dass er mit Standing Ovations dann verabschiedet wurde in der Nationalmannschaft, nachdem er zwei Tore gemacht hat. Und ich glaube ja, dass damals auch sein Weggang von Stuttgart ja einer war, der eigentlich eine Win-Win-Situation für ihn und für den VfB damals war. Ich glaube, finanziell war es für den Verein damals wichtig, dass dieser Transfer damals geklappt hat. Durch den Abstieg in die zweite Liga war man da, glaube ich, auf Geld angewiesen. Und im Endeffekt war es für Timo auch ein hervorragender Schritt, den er da getan hat, damals, wie gesagt, zu uns zu kommen. Und dass er diese Entwicklung nehmen konnte, war für ihn natürlich toll. Im Endeffekt sehe ich das ganz entspannt am Wochenende. Es wird ein heißes Spiel, auch für Timo, weil er natürlich viel sich vornimmt, und sollte er spielen, dann bin ich sicher, dass er gut spielt. Ja, dann sind wir beim Personal. Wie das heute so aussieht, Conny Leimer wird am Wochenende nicht dabei sein, hat sich Adduktorenverletzung zugezogen. War gestern in der Halbzeit schon zu befürchten, dass da ein bisschen was Schlimmeres ist. Leichte Zerrung, das heißt, er wird mal fürs Wochenende ausfallen. Wie lange das dauert, wissen wir noch nicht genau. Ansonsten haben wir Kevin Campbell heute noch nicht im Spielersatztraining dabei gehabt. Soll vielleicht morgen ins Abschlusstraining einsteigen. Ist besser geworden, sein Knie, die Reizung auf der anderen Seite ein bisschen weniger. Und trotzdem haben wir heute noch nichts riskiert, hat dort nur individuell sich belastet und wird morgen dann vielleicht, wie gesagt, ins Abschlusstraining einsteigen. Ansonsten. Ja, Pete, der ominöse Finger von Pete Kulaschi. Sieht heute nicht viel gerader aus als gestern. Aber ja, wie gesagt, Torhüter, eigene Spezies, und können auch mit krummen Fingern Bälle fangen, und deswegen kein Problem, kann am Sonntag auf alle Fälle spielen. Vielen Dank. Dann auch jetzt wieder Zeit für eure Fragen. Robert Doss, bitte. Herr, sind wir noch mal kurz zu Timo Werner. Der ist, seitdem er hier ist, hat einen kometenhaften Einstieg erlebt, eine kometenhafte Entwicklung. Da sind ja auch viele Eindrücke, die auf so einen jungen Menschen da einplattern in diesem einen Dreivierteljahr. Was hat er für Sie persönlich als Mensch auch für eine Entwicklung genommen, und wie geht er auch damit um, mit dem Druck, der ja natürlich auch gestiegen ist? Naja, es ist unbestritten, dass in dem Jahr sehr, sehr viel auf ihn eingeprasselt ist. Ja, und nicht nur Positives, sehr viel Erfolg, aber auch natürlich ein paar Geschichten, die nicht so einfach für ihn waren zu verkraften. Ich glaube, noch kein Spieler in Deutschland ist nach einer Schwalbe so gekreuzigt worden wie Timo Werner. Und das muss man ganz klar sagen, dass so ein junger Spieler auf die Art und Weise wegsteckt, ist sensationell.
Ich spreche mit Timo sehr, sehr viel und finde es immer wieder beeindruckend, wie er mit seinen Situationen umgeht. Und trotzdem bin ich immer einer, der ihn auch sehr, sehr schnell kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass es ihm hilft, scharf zu bleiben und weiter den Weg zu gehen zu einem absoluten Topstar. Und ich glaube, gerade in seinem Alter ist es einfach wichtig, dass man noch sieht, was für Schwächen man hat und wo man sich noch verbessern muss. Und deswegen glaube ich, mit dem Potenzial, das er hat, es gibt kaum einen Stürmer in Deutschland oder auch europaweit, der in dem Alter schon so weit ist, wie er es jetzt aktuell ist. Und deswegen glaube ich, hat er eine ganz, ganz große Zukunft vor sich. Und deswegen ist es auch wichtig, in so einer Phase jetzt da diese ganzen Erlebnisse und Eindrücke, die man da hat, auch gut zu verarbeiten, gut zu bereden und dann auch abzuspeichern, weil aus diesem Schatz wird er sein Leben lang immer wieder profitieren. Und das, was er bis jetzt schon durchgemacht hat in seiner Karriere, das ist etwas, was wahrscheinlich andere in ihrer ganzen Karriere nicht erleben werden. Und deswegen ist das eine intensive Zeit für ihn und eine, die ihn prägt, aber die ihn auch auf alle Fälle noch besser gemacht hat. Britsch Lehern. Jetzt muss ich Sie fragen, ich wollte eigentlich auch Herrn Werner noch mal fragen, profitiert er sehr davon, dass Sie eben auch Stürmer waren und was können Sie aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz für Instrumente mitgeben? Also dass es vielleicht auch so ist, dass man halt nicht plötzlich einen Plan B verfällt oder Plan C, wenn es halt mal nicht so läuft? Oder sagen Sie, das ist eben ein ganz anderer Typ als ich? Also da könnte ich ihm einige Erfahrungen mitgeben, wenn es mal nicht so läuft. Dass es mal richtig gut läuft, da kann ich Ihnen nicht so viel dazu sagen, aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass es manchmal ein Vorteil ist für mich, dass ich so ein bisschen auch die Gemütslage von ihm so mit verstehe und es hilft mir schon. Und deswegen ist der Austausch wahrscheinlich auch mit ihm intensiverer als vielleicht mit dem einen oder anderen Defensivspezialisten, aber das dürfte eigentlich nicht sein. Als Cheftrainer musst du versuchen, da mit allen Spielern guten Austausch zu sein, immer wieder. Und trotzdem ist das natürlich eine andere Basis, klar. Und ich habe, wie gesagt, einen sehr jungen Menschen vor 2 Jahren kennengelernt oder vor 1,5, der in diesen 1,5 Jahren sehr, sehr schnell gereift ist. Und das zeigt ja schon, was dieser intensive Beruf mit sich bringt, ja, die Höhen und Tiefen, die sehr schnell aufeinander folgen und schneller als in jedem anderen Lebensabschnitt oder Lebensbereich und deswegen formt einen das natürlich. Heike Fiedler. Der VfB Stuttgart hat eine recht gute Rückrunde gespielt. Was hat die Mannschaft Ihrer Meinung nach alles richtig gemacht? Ja, ich jetzt so, dass vor allem die Ergebnisse in den letzten Wochen sehr für eine gewisse Stabilität sprechen, die sie erlangt haben. Ich glaube, das war in der Hinrunde noch immer nicht immer so der Fall. Zu Hause ja, auswärts gar nicht. Mittlerweile schaffen sie sich auch auswärts Spiele zu gewinnen, was einfach enorm wichtig ist. Und jetzt haben sie so eine richtige Serie gestartet, wo ja auch mit ja, geringen Vorsprüngen, aber immer wieder auch wichtige Siege erzielt wurden. Und deswegen hat man sich jetzt da unten auch rausgearbeitet, rausgekämpft. Das ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Defensive hat, die sich auch über wenig Ballbesitz definiert, effektiv nach vorne agiert, aus wenigen Chancen viel macht. Und das alles ist natürlich eine Mischung, die das Momentum braucht. Und im Moment haben sie dieses Momentum. Und vor allem in Stuttgart etwas zu holen, ist verdammt schwer. Das haben schon noch nicht viele Mannschaften in dem Jahr geschafft. Und das ist uns klar, dessen sind wir uns bewusst. Und trotzdem wissen wir, dass wir auch in dem Jahr in Stadien gewonnen haben, wo noch nicht viele gewonnen haben. Und wir werden dort so eine Leistung brauchen, wie vielleicht in Dortmund und so weiter, dass wir alles abrufen und mit einer ähnlichen Souveränität agieren wie gestern im Spiel. Ich fand das gestern von uns einen sehr coolen Vortrag, einen Vortrag, der sehr abgeklärt gewirkt hat und trotzdem
zwei Sachen kombiniert hat. Auf der einen Seite die Zielstrebigkeit nach vorne, sich zu belohnen für den Aufwand. Auf der anderen Seite die Bereitschaft, wirklich alles dafür zu tun, um Tore zu verhindern. Und wir haben zwar nicht zu null gespielt, aber wir haben in Wahrheit gefühlt gar nichts zugelassen. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Und das brauchen wir auf alle Fälle, um in Stuttgart zu bestehen. Thomas Kunze. Ralf, ich würde da gerne mal anschließen. Ich fand das tatsächlich auch einen der ausbalanciertesten Auftritte, glaube ich, in der gesamten Rückrunde. Wie beruhigend ist das zu sehen, dass die Mannschaft das kann, auch auf diesem europäischen Niveau? Und vor allen Dingen, wie wichtig ist es zu sehen, dass es das Team kann bei dieser Verdichtung um diese europäischen Plätze gerade in der Liga? Na, die Frage, die sich stellt, ist, warum schaffen wir es in so einer Situation in der Euroleague so aufzutreten? Sind wir da irgendwie nicht die Gejagten oder haben wir nicht das Gefühl, wir müssen da irgendeinen Vizemeister verteidigen oder können da einfach nur überraschen, sind einfach in einem Bewerb dabei, der jetzt schon eigentlich mehr gebracht hat, als man uns eigentlich zugetraut hätte? Das kann natürlich sein, das ist eine ganz andere Herangehensweise, wir können nur gewinnen. In der Liga ist es in dem Jahr ja so, dass wir in Wahrheit ja vom Vizemeister weg eigentlich immer nur hinterherhecheln und immer nur verlieren können. Und jetzt ist allerdings der Punkt gekommen, wo wir auf Platz 6 in der Tabelle sind und in Wahrheit ja die Jäger sind. Und ich glaube schon, dass uns jetzt der Moment vielleicht helfen kann zu sagen, okay, wir müssen jetzt, wir sind jetzt nicht die Gejagten, sondern wir können jetzt wieder in unsere Jägerposition kommen und von dort aus vielleicht so auftreten wie gestern. Und das wird auswärts trotzdem nicht einfach, das ist uns klar. Und international liegt uns im Moment. Ich finde das auch eine Spur, ja, weniger Gedanken sich gemacht wird über das Endergebnis, sondern jeder mal einfach bereit ist, alles reinzupacken. Und es gibt keine B-Note, es gibt nur Weiterkommen oder nicht Weiterkommen. Und da ordnen wir dem Ganzen eigentlich mehr unter. Und so muss es eigentlich in der Liga auch wieder sein. Robert Ost? Wir haben Sie Emil Forsberg gestern Abend gesehen. War das geplant, dass er über die kompletten 90 Minuten geht oder hat die Verletzung von Leimer da so ein bisschen Strich durchgemacht? Es ist schon geplant gewesen, immer mehr das Pensum zu erhöhen und ich fand ihn auch gestern, auch gegen Ende hin, in keiner Phase irgendwie müde wirkend und das freut mich sehr. Wir haben wirklich sehr behutsam versucht, die Belastung zu steigern, ihn aufzubauen. Müssen jetzt allerdings dann schauen, wie wir weiter vorgehen, ja, weil wir natürlich nächsten Donnerstag wieder ein wichtiges Spiel haben und jetzt zwei, drei Tage später Emil dann nach der Belastung jetzt am Donnerstag gleich wiederzubringen, weiß ich nun nicht, ob das so klug ist. Wir haben auf der Position mit Mula Lokman natürlich auch noch einen Spieler, der jetzt in der Euroleague nicht spielen darf und natürlich für Sonntag dann schon eine gute Option wäre für uns, um ihn da einfach als frischen Spieler zu bringen. Sabi kommt wieder zurück, der jetzt nicht von Anfang an gespielt hat. Und ich habe momentan auf den zwei Zehnerpositionen vier Spieler, die alle sehr gut in Form sind. Und da spricht natürlich auch schon viel dafür, dass man auch ab und an mal wieder rotiert, um die Belastung ein bisschen zu splitten. Britt Schlehern. Herr Hasenhüttl, der Herr Werner hat es ja vorhin angedeutet, war Herr Politi, dass ja aufgrund der Anfragen der Spieler sozusagen auf dem Podium saß. Haben Sie jetzt Gefallen daran gefunden, dass man das jetzt vielleicht in der Rückrunde öfters haben werden? Müssen wir Anfragen stellen oder sind es die Leistungen? Euch gefällt es, oder? Ja. Nee, aber es war wirklich der Tatsache geschuldet, dass wir ja da nicht jeden bedienen können und deswegen wir Timo hergesetzt haben, damit ihr alle Möglichkeit habt, ihn zu fragen. Aber wir haben uns da jetzt kein Verbot auferlegt, dass hier nicht auch mal ein Spieler herumsitzen darf. Guido Schäfer. Ralf, du hast ja jetzt gar nicht rotiert oder fast gar nicht gegen St. Petersburg. Willst du allen Ernstes diesen Wettbewerb gewinnen? Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben schon ein bisschen rotiert. Zwei Spieler, glaube ich, waren es, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wir haben schon große Lust, da noch ein paar Runden zu überstehen. Das ist keine Frage, weil wir haben bis jetzt, glaube ich, 1,8 Punkte im Schnitt in Europa geholt in unserer ersten internationalen Saison. Sind damit hinter Bayern die zweitstärkste Mannschaft Deutschlands. Und
wollen unbedingt, ja, wir haben gestern 3 Punkte für Deutschland geholt, auch für den internationalen Parameter, der da ja wirkt, um in Zukunft auch Plätze wieder zu vergeben. Und wir sind uns der Aufgabe 100% bewusst und dieser Verantwortung bewusst und versuchen, die bestmöglich zu erfüllen. Und keine Frage, dass wir am Donnerstag dann nach St. Petersburg fahren und alles dafür tun werden, nochmal eine Runde zu schaffen. Und die Jungs sind da heiß und wir haben nichts dagegen. Es ist ein Riesenprivileg, Donnerstagabend, Sonntag zu spielen. Also habe ich nichts dagegen, kann weiter so passieren. Robert Dost, bitte. Herr Hasenl, Sie haben gerade gesagt, es gibt so eine kleine Diskrepanz zwischen der Einstellung oder der mentalen Auffassung der Spiele zwischen Europa League und Bundesliga. Wie schafft man das denn, diese Lockerheit dann wiederzufinden sozusagen in der Bundesliga? Naja, ich glaube, dass die Leistungen sich nicht großartig unterscheiden. Es ist, glaube ich, in der letzten Abgeklärtheit und Effizienz da einfach der Unterschied zu gestern gewesen. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Herangehensweise in 2 Spielen zu bestehen doch noch eine etwas klarere ist. Also weil es nicht nach einem Spiel entschieden ist. Wenn du im Rückstand bist, musst du viel mehr Risiko gehen. So gestern konnten wir eigentlich abwarten. Wir wussten, gestern ist nichts entschieden. Wir haben noch ein Rückspiel und da ist der Grundstress nicht so hoch. Und jetzt, wenn es um die Plätze der Champions League geht, da ist jedes Spiel 100%ig entscheidend. Und wenn du am Anfang vielleicht mal in Rückstand gerätst oder einen Vorsprung hergibst, verspielst du gleich sehr viel wichtiges Terrain. Und es kann schon sein, dass das manchmal ein bisschen hemmt, aber nochmal, wir haben auch da in den letzten Wochen phasenweise sehr gut agiert, aber ja, die Dreier sind halt jetzt im Moment nicht gekommen, aber wir müssen einfach so dranbleiben, wir müssen versuchen, vielleicht mal eine Führung auch auszubauen, so wie gestern, das dem 1-0, das 2-0 hinterhersetzen, auch das ist möglich, aber in Stuttgart werden wir nicht so viele Chancen bekommen, das heißt, Effizienz steht über allem und natürlich auch defensiv so ein Vortrag wie gestern, kaum was zulassen, gut nach hinten arbeiten, das sind die Essenzien, die wir brauchen, um in Stuttgart was mitzunehmen. Hat sich erledigt. Prinz Lea nochmal. Der liegt aber heute los. Ist zu viel? Also wir können auch aufhören. Noch eine andere Frage. Sie haben gesagt, 3 Punkte für Deutschland. Das hat ja Dortmund nicht geschafft. Haben Sie sich schon mal das Spiel angeguckt von FC Salzburg gegen BVB? Und Sie sind ja Österreicher. Salzburg hat ja danach getwittert, eine österreichische Mannschaft endlich auf deutschem Boden, also auch in der Ausdrucksweise sehr martialisch, hat endlich 3 Punkte gewonnen in diesem Europa-League-Wettbewerb. Was würden Sie denken, wenn Sie weiterkommen in St. Petersburg und man würde sich dann irgendwann zusammentreffen und spielen müssen? Ich habe das Spiel noch nie gesehen. Ich freue mich, dass eine österreichische Mannschaft mal es geschafft hat, in Deutschland zu gewinnen. Im letzten Moment schauen wir dann doch noch auf uns, dass wir weiterkommen. Alles andere ist für mich noch nicht ganz so entscheidend. Und ob wir uns dann irgendwann mal treffen, es ist erst die Hälfte der Runde erledigt. Also auch die haben erstmal ein Rückspiel und müssen es schaffen, zu Hause dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also wir harren einfach mal der Dinge. Es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Dann herzlichen Dank und euch allen einen guten Start ins Wochenende. Dankeschön.